Leitplanke vorbeigefahren Richtung Sprunghügel. Das ist natürlich hammerhart, was die Jungs da bringen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer kommt zuerst wieder hinein in die Offroad-Arena. Das ist schon mal aus und schon mal klar. Und das ist grün, das ist die 113, wenn das... ist hier vorne. Der hat die Jungs erstmal im Griff. Vorerst. Jetzt schauen wir mal, was macht Mogil. Kommt er von hinten überhaupt noch durch? Anacleto, der Franzose auf der 2. Dennis Gergens wunderbar auf der 3. Rangfolge. Hinter ihm Adam Rauta. Gut im Geschehen dabei, der Dennis. Der kann's. Und Sie sehen, der Druck wird größer. Der Franzose legt sich eine Idee zu lenken. Schon wesentlich stärker.